Über das Wasser erreichen die Gäste den Palazzo Pisani Moretta am Canal Grande, alljährlich der Spielort des Ballo del Doge. Er ist inspiriert vom Mythos Venedigs. 400 Gäste sind heute hier, alle verkleidet. Es herrscht Kostümzwang. Auch die italienische Schauspielerin Monica Milanese ist dabei, und das bereits zum zweiten Mal. Man fühlt sich wie in einem Film, nur dass man nicht dabei zusieht, sondern selbst komplett aufgesogen wird von der Atmosphäre. Inszeniert hat den Abend Antonia Sauter. Schauen Sie selbst, das ist toll. Seit 21 Jahren gestaltet sie das ganze Programm. Die gelernte Kostümbildnerin hat nicht nur die Outfits für die Show-Acts entworfen, auch alles, was die Gäste tragen, stammt von ihr. Nur in einem Kostüm von Antonia Sauter kann man am Ballo del Doge teilnehmen. Die Kostüme sollen die Leute in eine andere Welt versetzen, eine Fantasiewelt. Sie ist vergnüglich und in ihr soll jeder der sein will und tun können, was er tun will. 5 Tage zuvor. Monica Milanese kommt in das Atelier von Antonia Sauter, um sich ein Kleid auszusuchen. Mehr als 1500 Roben stehen mittlerweile zur Auswahl. Seit 1994 veranstaltet Sauter den Ballo del Doge und von Jahr zu Jahr kommen neue Kleider und Masken hinzu. Inspirieren lässt sie sich von traditionellen venezianischen Kostümen. Manchmal sind meine Kostüme ein Mix aus Elementen aus der Vergangenheit und modernen, die nach Zukunft aussehen. That is looking to the future. Nach stundenlangem Suchen hat Monica Milanese endlich das Kleid gefunden, von dem sie glaubt, dass es zu ihr passt. Dieses Kleid erinnert an Karneval, ist gleichzeitig aber auch so elegant und feminin. So als würde man eine Kette aus Diamanten tragen. Die Leihgebühr für ein Kostüm liegt im Schnitt bei 1000 Euro. Und die Eintrittskarte für den Ball kostet bis zu 2500. Für diejenigen, die besonders tief in die Tasche greifen und das 5-Gänge-Menü dazu gebucht haben. Verrückt teuer ist das, eigentlich lächerlich. Ich werde das nicht wieder tun. Träume sind nun mal nicht billig, man kann sie nicht in Geld aufwiegen. Schönes und Aufregendes, das sind Dinge im Leben, bei denen Geld keine Rolle spielt. Viele Gäste verstecken ihr Gesicht hinter Masken. Unter ihnen auch Prominente, die es genießen, heute Abend einmal nicht erkannt zu werden. Ob berühmt oder unbekannt, der Spaß am Spiel mit anderen Rollen vereint alle hier. Weil ich heute nicht Pulli und Jeans trage, fühle ich mich viel schöner und bereit für Abenteuer. Hier liegt eine besondere Stimmung in der Luft. Das ist die Atmosphäre des venezianischen Karnevals. Wo sonst kann man heutzutage noch so stilvoll mit Casanova höchstpersönlich flirten? Der Ballo del Doge, für Monica Milanese ein kurzer Ausflug in eine pompöse Vergangenheit.